Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen. Es wird wieder Zeit zum Auspacken. Ja. Und wir packen heute mal wieder PC-Games aus. Oh. Jawohl, so wie das sein muss. Genau, wir haben jetzt die letzten Male hatten wir Amiga, C64 und so weiter. Und jetzt mal wieder für PC. Ja, Games. Und wir fangen direkt mal an mit zwei Paketen, die uns von geneigten Zuschauern geschickt wurden. Apropos geneigte Zuschauer, ja. Möchtest du vielleicht noch was sagen, wie in deiner unnachahmlichen Art? Ihr seht, wir sind nicht auf der Couch, deswegen ist wieder ein Live ausgepackt, deswegen einen schönen Gruß an den Live-Chat, die uns dann gleich mit Zusatzinfos versorgen können zu dem, was wir denn hier so auspacken. Ja. So, und das erste Päckchen haben wir bekommen vom Markus. Aber nicht unser nicht von Markus, unserem, sondern von einem ein anderen, geneigter Zuschauer einen Markus. Anderen Markus. So, wir machen mal hier, dass man hier mal was sieht. So. Dann gucken wir mal, was da so spannend. Ja, Dennis, was ist denn da los? So. Er sagt schon so. Und wir machen heute nicht nur Spiele, wir machen heute auch mal Anwendungen. Weißt du, erst mich hier anteasern wie Hölle. PC-Spiele kommen auch noch. Und dann, wir haben hier auch Anwendungen. Wir haben hier auch Anwendungen. Mahlzeit. Zum Beispiel den Wine Guide von Microsoft. Ja, the Essential Multimedia Wine Reference. Dass es sowas mal auf CD gab, finde ich faszinierend. Das war noch in prä-weit verbreitet Internetzeiten. So ein Multimedia-Ding. For distribution only with a new PC. Das ist so Wurfware. So von 95. Okay, nee, das kannte ich nicht. Your Essential Multimedia Wine Reference. Okay, mehr Info gibt's auch nicht. Ja, Wine Guide. Also nicht Wine im Sinne von Wine is no Emulator, sondern Weine nicht, kleines Mädchen. Genau. Dutzende andere jetzt, alle in diesem großen Doppelalbum. Motocross Madness von Microsoft, das sieht mir jetzt aber, das könnte ein Spiel sein. Ja. Sei der Erste beim Start und erlebe einmalige rasante Motorrad-Action. Lass beim Supercross in der Halle und beim Motocross im Gelände alle hinter dir. Berühre bei atemberaubenden Stunts in einer Kiesgrube den Himmel und teste deine Ausdauer bei Geländerennen. Du brauchst ein gutes Gleichgewichtssinn, Köpfchen und viel Mumm, um mit diesen super getunten Maschinen zu fahren. Vollgas-Renn-Action. Mit Gamepad-Steuerung. Screenshots werden überbewertet. Ja, du hast das Spiel doch schon. Was willst du denn noch mehr? Genau. Steht auch Singleplayerin. Es hat sowas wie eine Anleitung. Und es sieht nach 3D aus hier, wenn ich das richtig sehe. Das so ein bisschen, wie hieß dieses Spiel, was wir so geliebt haben auf dem mit den Rennstrecken, die so hochgehen und runter und wie hießen das? Stunt Car Racer. Ja. Ja, Clarissa sagt, was Microsoft damals so alles machte. Ja. Und Hagi sagt, war ein witziges Spiel. Elvis mal live sagt, das habe ich gespielt und zack, war der Urlaub zu Ende. Ja, okay. Sehr gut. Das sind die besten Sachen, wenn man die Zeit nur so verfliegt. So, was haben wir noch? So, und dann haben wir hier fantastische Kreaturen und wo man sie findet. Nein, faszinierende. Oh, jetzt waren wir aber hier. Faszinierende Kreaturen. Ja. Erkunden Sie die bedrohte Welt der wilden Tiere. Microsoft Home. Vertrieb nur mit einem neuen PC. Schon wieder. Fantastisch. Ist es wieder? Es geht jetzt nach Weine. Haben wir hier. Erst Weine und dann Weine um die Kreaturen. Ja. Genau. Dann Fine Artist. 1000 Wege, Kinder zur künstlerischen Gestaltung anzuregen. Hagen, das ist doch was für dich. Hier. Darf ich raten? Es ist Vertrieb nur mit einem neuen PC. Ich habe keinen neuen PC. Oh Gott. Ja. Fine Artist. Ja. Von 1994. Okay, das war vor Windows 95. Ich wollte es gerade sagen. Windows kompatibel. Ja. Microsoft Windows kompatibel. Das muss alles hier Windows 3.11 sein, ja? 1994, genau. Okay. Faszinierend. Dann haben wir Deadly Tide. Der entscheidende Kampf. Abgründe der Angst. Für Windows 95 jetzt. Auch ohne. Hier hat es aber... Meinst du, da hat es ein Bild drin? Ja. Ich glaube es nicht. Aber mehrere CDs auf jeden Fall, nämlich 3, wenn ich das hier gerade richtig gesehen habe. Nee, 4. 4 CDs. Guck mal, Handbuch.
Und brauchen Pentium 75 mit 8 MB RAM. Oh, da bin ich raus. Bedrohung durch außerirdische Kommandobrücke. Ich finde ja diesen Gefecht. Gummihai hier links süß. Retten Sie die Erde vor der drohenden Überflutung. Feuern Sie auf alles, was feuert. Also feuern Sie Schieß auf alles, was sich bewegt. Genau, das sind die besten Spiele. Schieß einfach auf alles, was sich bewegt und am Ende wird es was werden. Ja. Ja. Clarissa sagt, wie iWar habe ich noch im Original, hatte auch 4 CDs. Okay, dann gucken wir, was sonst noch hier drin ist. Hier ist noch eine... Ach, da ist noch mehr drin bei Markus? Okay. Genau, das war nur die Hälfte, hier die zweite Hälfte. Mit Gummiband festgemacht. Ja, weil der beim anderen auch. Das habe ich nur schon... hast du schon schneller abgemacht, als ich da gucken da... Gleich schnallst du mir das Ding um die Ohren. Ich sehe es schon kommen. Das hat der Markus bestimmt extra gemacht. Hat sie gedacht, der Dennis, dem flutscht aus der Hand und der Hagen hat es auf dem Ohr. Computer 2000. Die Daten der erfolgreichsten Mailboxen der Computer 2000 jetzt auf 2 CDs verfügbar. Ein Muss für alle SEs, wahrscheinlich System Engineers und Techniker, die Hardware und Software installieren. Die optimale Ergänzung für Nutzer der CBIS-Mailboxen. 25.000 Treiber, Patches und Utilities für Grafikkarten, Netzwerkkarten, Drucker und mehr. CBIS 96 Edition. Aber das ist gar nicht schlecht, weil für so alte Hardware Treiber zu kriegen... Hagen, und jetzt du. Also, stellen wir uns mal vor, also es geht ja nicht um mich. Ja. Mhm. Aber stellen wir uns mal vor, es könnte jemand nicht mit jedem einzelnen Begriff, den du gerade vorgelesen hast, was anfangen. Also es geht hier nicht um mich, aber es könnte ja so einen geneigten Zuschauer geben, der vielleicht jünger ist als ich, der es vielleicht nicht weiß. Möchtest du das nochmal in verständlich irgendwie formulieren? Also eine Mailbox, das ist Vorläufer des Internet quasi, dass man nicht, also im Internet tippst du ja die Adresse ein und kannst dann von Server zu Server springen. Mhm. Mailboxen war so, du hast einen Server und den musst du anrufen, indem du eine Telefonnummer wählst und da kannst du dann, was auf diesem Server gespeichert ist, runterladen oder dir angucken. So, ganz grob. Ja. Mhm. Und hier haben wir jetzt eine Sammlung von Treibern für DOS und Windows 95 von aller möglichen Hardware. Also das außerordentlich nützlich, würde ich sagen. Mhm. Ja. Zumindest, wenn man so mit Retro-Sachen zu tun hat. DOS, Windows, Windows 95, Drucker. Und hier haben wir Netzwerk Unix, Netzwerk Connectivity, CAD und Grafikkartentreiber. Sehr schön. Läuft. Haki sagt, er sucht tatsächlich immer mal wieder alte Treiber. Also da auf jeden Fall praktisch. Dann haben wir Microsoft Home wieder. Lexirom. Nachschlagen auf ganz neue Art. Aber wirklich, wie viele da drin sind? Ja. Nur bei einem neuen PC, Dennis. Ja, die Multi... Steht da nicht drauf. Nee, da steht es nicht drauf. Die multimediale Wissensbibliothek mit Standardwerken aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Meyers Lexikon, Duden, deutsche Rechtschreibung. Sind tatsächlich genau die Bücher drauf, die hier vorne drauf stehen als CD. Ist auch cool. Okay. Dann haben wir hier noch die CD von FIFA 96 Soccer, EA Sports. Das ist aber nicht von Microsoft, wollte ich schon sagen, ja. Erstmal nicht von Microsoft. Dann gibt es hier Outwars von Microsoft. Sagt mir nichts. Sie stehen ab sofort auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Massengepanzerte Aliens treiben in der Galaxie ihr Unwesen und hinterlassen eine grauenvolle Spur von Terror und Verwüstung. Ihre Außenposten sind bereits vernichtet. Ihre Landezone ist zur Kriegsfront geworden. Nur Sie und Ihre Truppe können die Erde jetzt noch vor der Zerstörung retten. Ziehen Sie mit raketenbetriebenen Kampfanzügen und Arsenal tödlicher Waffen gegen die Skulls ins Gefecht. Geht nach 3D-Shooter so ein bisschen. Sie und Ihr Trupp. Von 1998, ja, könnte 3D-Shooter sein. Das ist noch vor Halo, oder? Ja. Ich glaube, Halo kam später. Das war aber auch so in der Zeit, als dann die erste Xbox kam. Ja, also Microsoft hat auch früher schon Games gemacht. Man sieht Da. Auf jeden Fall ist es mit Waffen. Das scheint also ein Ego-Spiel zu sein. Waffen. Wir brauchen Waffeln. Viele Waffeln. So, magst du das gerade mal reinmachen? Dann gehe ich nämlich weiter zu Monster Truck Madness. Das war eine rhetorische Frage. Nighthawk sagt, Monster Truck Madness, auch ein lustiges Game.
Down and Dirty Racing für Windows 95. CD-Key, don't lose this number. Get ready for a ferocious, heart-pumping action on the wild side of the racing world. Monster Truck Madness puts you behind the wheel of the most thunderously untamed machines ever to take up a racing. Also, darf ich kurz was erwähnen? Wenn auf einer CD drauf steht Down and Dirty Racing. Dann habe ich jetzt, genau, dann habe ich jetzt nicht auf Anhieb Monster Trucks im Kopf. Darf ich das kurz erwähnen? Hm. Also hier sehen wir so ein bisschen, es geht halt um so hier solche Trucks geht's. Und dann haben wir hier noch Microsoft Pictured Photo Studio. Verwenden Sie Ihre eigenen Bilder. Retuschieren Sie rote Augen in Sekunden. Verschicken Sie Diaschauen online. Erstellen Sie Collagen, Karten und vieles mehr. Für Windows 95. Dennis, darf ich dazu was sagen? Mhm. Dann installier das doch mal, dann habe ich da vorne auch keine grüne Locke mehr. Ja. Es geht nur gegen rote Augen, nicht gegen rote Augen. Wahnsinn, jetzt mit nur einem Klick rote Augen. Ja. Nerdroom hat uns geradet. Hallo und herzlich willkommen an die Zuschauer von Nerdroom. Vielen Dank für den Raid. Ja. Wir sind gerade beim Auspacken von PC-Spielen und Software. Und gerade sind wir bei einem Paket, was unser Zuschauer Markus uns geschickt hat, und da waren drin ganz faszinierende frühe Microsoft-Sachen. Produkte, ja. Wir haben ein paar Spiele und am faszinierendsten finde ich hier den Weinführer, faszinierende Kreaturen, Lexi-ROM und ein paar Spiele. Mhm. So, ich glaube. Das klingt auch so ein bisschen wie Weingum. So, oder so? Gummibärchen, so. Also nicht, dass ich Gummibärchen mag, aber. Aber so. Also vielen Dank dafür. Ja. Dass, wir müssen uns irgendwann, glaube ich, müssen wir mal eins hinsetzen Microsoft und diese, gerade diese prähistorischen, prä-Internet-Sachen müssen wir uns dann, glaube ich, mal anschauen. Diese prähistorischen, also alles, was vom Internet weiß, ist prähistorisch. Soll ich das mal da legen? Tu das mal beiseite. Und wir kommen zur zweiten Kiste. Die haben wir vom Marco bekommen. Markus, der hat uns alle gleichzeitig geboren, dass sie so einen ähnlichen Namen haben. Ja, der Marco hat uns auch schon mal Sachen geschickt. Vielen Dank. Ach ja. So. Ja, das war so ein bisschen das Zeitalter der Markusse, Markus, Christians, Michaels, ja. Die M-Namen waren sehr beliebt, ja. Muss man schon sagen. Wir haben ja auch zwei. Ja. Bei uns im Team meinst du? Ja. Ja. Wir besitzen auch zwei M-Namen-Kumpels. Ja. Mhm. Das Wort besitzen im Rahmen bei Kumpels, das passt, ja. Ja. So, der Marco hat bei sich ein bisschen aussortiert und hat mir eine Liste gegeben, was ich denn so gerne hätte. Wollte schon sagen, er ist nicht in den Keller gerannt, hat gesagt, der ganze Mist, der muss weg. Ich kenne da jemanden, ich schicke ihm den, das aber alles. Ich habe tatsächlich... Du hast selektiert. Ich habe selektiert, also ich habe das meiste gesagt, das kriegt man gerade. Wir gucken einfach mal. Ja. So, Hagen. Rome Total War. Oh. Sagt dir das was? Die Total War-Reihe, eine sehr beliebte Strategiespiele-Reihe. Das hier ist Rome. Es gibt da noch viele verschiedene andere, auch ganz neue Teile. Ich muss zugeben, Total War hat mich nie so direkt weggeballert, weil die epischen Schlachten sind es das, was also das Spiel ausmacht. Mhm. Und da auch ruhig sehr nah dran sein und so. Ja. Ich bin ja mehr der kleine Symbol über die Karte führen. Da ist, das ist nicht so... Das ist halt so hier richtig da ja, Schlacht. Kampfding sie. Ja. Aber also Total War-Reihe, High-Level Strategiespielreihe, sehr beliebt bei sehr vielen Spielern. Also kann man nicht anders sagen. Ist nicht was Tolles. Ja. Und Athen sagt, habe ich zwar, spiele ich nicht. Ja, das ist ungefähr das, was ich auch. Sowas passiert. Ja. Die mächtigsten Armeen und gewieftesten Kommandanten der Geschichte in unvergesslichen Schlachten treffen sie aufeinander. Und es ist auch ziemlich schwer für so eine DVD-Box. Mhm. Sind 3 CDs drin. Mhm. Haben sie wieder an der Halterung gespart, wenn links und rechts eine reinmachen können. Nein. Und hier wird es auch. Gewichtig, Hagen, hier ist eine Anleitung. Hier ist eine Anleitung. Ich muss jetzt darüber werfen, mich auch noch zum Dennis hier, damit ihr auch was seht. Genau, das ist nämlich eine Teilung zwischen Strategiekarte, wo du Siedlungen aufbaust und so weiter, und
Armeen und Generäle in die Schlacht. Das sind keine Screenshots. Boah, das ist aber eine coole Karte. Da haben wir eine Karte von hier Europa da? Und so. Da kann und ich sogar hier alle, überall wo ich schon im Urlaub war, kann ich schon durchchecken. Kannst du eintragen. Ja, da. Und da, irgendwo da, wo ist Helikarnassos? Da. Dann da. Und da irgendwo waren wir auch schon mal. Das sind so die kleinen Pummelchen. Mhm. Da waren wir schon. Da und da und da. Und da hinten. Und da drüben und da vorne natürlich. Und hier. Und da. Nee, Frankreich, muss ich zugeben, ist... Das Mikro von Hagenspind heißt es. Mein Mikro spinnt, das ist das doch. Sagt aber alles. Vielleicht, weil das lauter Wiederholung war. Möglich. Hört ihr mich jetzt? Oder ist es dein Mikro? Warte, das hängt da unten. Logi mal da. Nö. Immer wenn er sich vorbeugt. Wenn ich mich vorbeuge? Ich versuche mal gerade zu sitzen. Alles gut. So, hier haben wir die, Tech-Trees dabei. Also da haben wir auf jeden Fall für eine DVD-ROM-Schachtel. Ist also da gut was dabei. Ja. Das könnte ein Spiel sein für dich, Dennis. Du bist ja mehr so auf Action aus. Du kannst ja mal, wenn du mal irgendeine Total War-Spiel gespielt hast, kannst du mir ja mal Bescheid sagen, wie du es fandest. Weil ohne, dass du es spielen würdest, wage ich mich nicht ran. Okay, dann wir müssen, also wenn ich das hier reingucke, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Okay, ein bisschen Gas. Wir reden doch, ne? SimCity, ja. Gewinner von 26 PC-Spielauszeichnungen der Neuversion von SimCity, die also war, glaube ich, sehr kontrovers gewesen. Ich kenne die gar nicht. Frühere SimCity habe ich gerne gespielt, ja. Und auch SimCity 2000. Ja. Das war jetzt eine relativ neue Fassung. Du weißt doch immer alles. Wie war bei der früheren SimCity der Code, um unendlich, also um Geld Fund. Zu gehen? Fand. Ne? Und dann irgendwann macht es rabbel, alles fliegt in die Luft. So ungefähr. Ja. Spiel mit 16 Städten, nutze allein oder online mit anderen Spielern die Möglichkeit zum Wettbewerb oder zur Kooperation. Da ist schon wieder anleitungsmäßig ein bisschen dünner. Ja? Also SimCity natürlich, man muss ja in der Sammlung dann auch alle Teile haben. Ich spiele ja manchmal auch Actionspiele. Manchmal. Also öfter als du zumindest. Deswegen Crysis 3 fehlte mir noch, hier in der Hunter Edition mit 100% Uncut USK 18. Heißt Gedärme und Schädeldecken. So fliegen durch die Gegend. Ungefähr abschätzen, anpassen, angreifen von Crytek. Auch von 2013 und auch da keine Crysis Anleitung war, dabei. Tschernobyl. Nein. Nee, wie hieß das mit Tschernobyl? Wie hieß das nochmal? Stalker. Shadows of Chernobyl. Ja. So, kennst du Bioshock? Natürlich mit der Mutter und diesem Riesenroboter und so. Schon gelesen, muss man eher sagen, aber gespielt noch nie. Bioshock Infinite, ich habe es auch nicht gespielt, aber es soll irgendwie relativ witzig gemacht sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Von mehr als 80 Auszeichnungen diesmal. Das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig. Mhm. Wir schreiben das Jahr 1912. Der hochverschuldete Booker DeWitt hat nur eine Chance, seine Schulden zu tilgen. Er muss Elizabeth retten, eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit in der schwebenden Stadt Columbia gefangen gehalten wird. Gezwungen, einander zu vertrauen, müssen die beiden mit Hilfe eines umfangreichen Waffenarsenals und verschiedener Fähigkeiten den Gefahren der Stadt trotzen und deren dunkle Geheimnisse enthüllen. Wie hieß sie? Elizabeth. Das klingt so süß, wenn du das sagst. Elizabeth. Tobi sagt, Bioshock Infinite ist Mindfuck pur. Ja. Ja. Old Athen sagt, hat er auch gleiches Schicksal wie die Total War-Reihe? Ich habe es nicht gespielt. Ich gebe es ehrlich zu, weil Action-Dings, ihr wisst ja, ich bin so ein Alter und da kann ich nicht so und das ist nicht so oft. Ja, ja. So. Drei CDs. Mhm. Und wir sehen hier, also da ist so was Ähnliches wie ein Screenshot. Auch ein 3D-Action-Game. Mhm. Der Geist des Testobjektes versucht, verzweifelte Erinnerungen zu kreieren, wo keine sind. Aber auch gutes Spiel. Also bisher so die Auswahl sehr gut. Hast du A-Games. Ja. Dann haben wir Civilization 5. Ja. Phyrexis, das hast du gespielt, gehe ich von aus? Ja. Ach, dann ist schon die Frage. Ja, habe ich gespielt. Ich muss zugeben, also es ist ja noch nicht so ewig alt, mir werden die Civilization-Games irgendwann immer zu kompliziert. Ganz kurz, alles andere TV hat uns geratet mit 175 Personen. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für den Raid. Wir sind beim Live
Unboxing von einer Kiste, die uns unser Zuschauer Marco geschickt hat mit Games. Und dann haben wir noch Kisten mit Games, die ich gekauft habe. Genau. Hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Keto Spartaner zum ersten Mal dabei. Vapor of Disorder zum ersten Mal dabei. Ja. Old Athen sagt, Civilization 5 hat er auch im Schrank stehen und nie gespielt. Old Athen, ja, das kommt ja. Also ja. Civilization, die neueren Teile, dann wenn mit Umweltverschmutzung, du musst dann noch gucken, wo du welche Gebäude baust, in welchen Bezirken und bla 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 und Diplomatie und Ding. Es war einfach, it's too much. Ich muss zugeben, der Teil davor, den fand ich richtig geil. Den dritten Teil habe ich auch ewig gesuchtet, die älteren natürlich sowieso. Ja. Also ich meine, Colonization und Civilization und mir fällt gerade nicht an, wie es heißt. Das Konkurrenzprodukt davon von vor den 2000ern auch. Aber also richtig geil. Aber die neueren, ich habe die, aber das ist nicht so ganz so locken. Was hältst du vom 6er? Das haben wir ja auf der Gamescom angespielt. Wie, was? Civilization 6. Ach so, das fand ich auch sehr gut. Also es hat das typische Civilization-Feeling, aber es ist so too much. Also wenn du in den mittleren Spielverlauf kommst und dann halt, du musst dann überlegen, machst du dann hast du deinen Uni, deinen Uni-Campus, den du da baust und deinen Forschungscampus, deinen Produktionscampus. Und ich mag das aber lieber, also ich will mich übermächtig fühlen und deswegen will ich möglichst viele Gebäude in möglichst vielen Städten bauen. Okay. Und das widerspricht sich da und viele sagen dann nur, ich will es aber so schön ausgependelt haben und ich sage, nee, ich will fühlen, wie ich die Welt unterwerfe. Und das ist da so ein bisschen... Also es sieht auf jeden Fall ziemlich komplex aus hier. Ja, so, jetzt muss ich nur gucken, ob ich das irgendwie wieder zusammengefaltet bekomme. Das ist da wieder... Call of Power oder Call to Power heißt das, was ich eben meinte. Habe ich auch Ewigkeiten gespielt. Ja. So, Sid Meier's Civilization. Also auch ein AAA-Game, sehr gut, ja. So, dann machen wir weiter mit Total War Napoleon. Wir hatten ja schon Total War Rome. Leg das doch mal dahin. Ich glaube, da kannst du nur mal kurz gucken, ob es drin ist und dann drauflegen, weil ich glaube, zu Total War haben wir alles gesagt. Das ist hier Total War, das jetzt halt nicht mit Römern, sondern mit Franzosen. Ja, aber ganz Europa war ja im Krieg, also insofern sind es ja nicht nur die Franzosen gewesen. Ja. Drin passt auch AAA. So, dann machen wir, ich nehme jetzt mal die nächsten drei. Dann haben wir hier Crysis. Crysis 3 hatten wir ja schon. Actionspiel, Nachfolger von Far Cry. Ja. Far Cry wurde ja von Crytek gemacht und dann haben sie das eigene mit Crysis gemacht und ab Far Cry 2 haben das dann andere übernommen und dann ging es hier weiter. Auch ein AAA-Action-Spiel. AAA auch Mass Effect. Mass Effect 2 von BioWare. Ja. Hast du Mass Effect gespielt? Irgendein? Nein, die ganze Saga nicht. Auch nicht Andromeda und nix. Es ging an mir vorbei. Aber es ist halt auch Action. Und Action ist jetzt nicht so mein primäres, gebe ich zu. Ja. Hier Clarissa sagt, Civilization 6 hat mich voll gefrustet. Gab es mal gerade im Epic Store. Also, sie wurde dann überrascht, Steuerung indirekt und frustrierend. Ja. Michael by Night hat Civilization 5 620 Stunden gespielt, Civilization 6 118, reizt nicht so. Gunther VB sagt, Total War Napoleon war echt kompliziert. Mhm. Und Tobi sagt, Mass Effect 2 der beste Teil der Reihe. Ich habe noch keins davon gespielt. Mhm. Also auf jeden Fall eine dunkle Lücke in. Meiner Spielehistorie, das muss ich irgendwann mal nachholen. Ja. Genau, Sven Schulz sagt, er spielt jedes Jahr einmal alle drei Teile, die zusammengehören, durch. Ja. Ja. Er muss echt mit eins anfangen. So, dann haben wir noch Crysis Warhead. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Erweiterung, eine Expansion, ja. Das ist ja unglaublich, dass gar kein DLC ist, sondern eine Expansion. Ja, das ist sowas hier. Genau, aber wir sind, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo man relativ wenig Screenshots hat auf in diesen Boxen, auch in der Anleitung. Immerhin ist eine Anleitung dabei, aber man erkennt nicht so viel. So, dann, Hank, du hast den Überblick wieder zusammengehört. Ich habe den totalen Überblick. So, dann haben wir Alien Isolation, die Ripley Edition. Ah.
Da habe ich auch ein bisschen Gameplay-Footage gesehen zumindest. Mhm. Das ist ja dieses Spiel, wo man, wir hatten von dem Brettspiel erzählt, ja. Ich hatte vergessen, wie es heißt, ja. Wo wir auf dem Raumschiff sind und uns vor ja. Aliens verstecken müssen. Und das ist eigentlich genau dasselbe, also dasselbe hier im Sinne von, man kann nicht mit dem Alien kämpfen. Nein. Wenn das kommt, dann versteckst du dich im Schrank, hältst mhm. die Luft an und hoffst, dass es dich nicht bemerkt. Mhm. Ja. Du mich auch 72 zum ersten Mal dabei. Hallo, sagt Warhead ist standalone spielbar. Okay. Ah, ja. Ist das? Crisis Warhead. Mhm. Ja. Also Alien Isolation. Mhm. Auch mehr so mehr zum Schleichen als zum Ballern. Schleichen oder überleben. Okay. Genau. Wer sich hier nicht gruselt, der ist schon tot. Endlich ein richtiges Alien-Game. Man erkennt nicht so viel. Aber das, was ich gesehen habe, wer sowas mag, sehr interessant. Mhm. The Movies von Peter Molyneux, wenn genau. ich Lionhead Studios. Mache deine eigenen Filme mhm. und hast dann über diesen Weg, glaube ich, ein Produktionsstudio und musst dann irgendwie Filme machen, verkaufen, mächtiger werden, irgendwie sowas. Werden Sie die wichtigste Person in ganz Hollywood. Ja, jetzt Jachnoch sagt noch, Alien Isolation ist mehr Horror im Kopf, genau wie der erste Film. Ja, ja, also es ist mehr so dieses, oh Gott, es könnte gleich kommen. So, hier ist so Wirtschaftssimulation, mhm. wo man Hollywood-Filme echte Filme machen. Also ja. du musst da die Schauspieler einstellen und sagen, wie die sich ankleiden sollen und Story und so. Also wirklich schon sehr detailliert. Habe ich nie gespielt, aber damals auch sehr deutlich geguckt, was es gibt und so. Und das steht auch auf der Liste der Games, die ich mir irgendwann nochmal zulegen muss. Mhm. Hier haben wir so ein bisschen Schwarz-Weiß-Screenshots. Mhm. Aber, also du hast es nicht gespielt, du hast aber davon gehört. Ich habe gehört und es steht auf der Liste, die attraktiv sind für mich. Ja. Ja. Das ist gut. Ja, sehr gut. Auch gut. Dann Port Royal 3. Das ist saugut. Kennst du? Nee, ich habe mal gedacht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Tropico von Calypso. Nein, gar nicht. Total nicht. Ist so wie Patricia. Ach so, okay. Es ist Handelssimulation. Ja, ist Handel, aber wo ist Port Royal? In dieser Sekunde schreit mein Pirates-Herz auf in einem jähen Heuersturm der Verzweiflung. Hagen, hau es raus. Es ist die Karibik. Mhm. Port Royal ist Jamaika. Ah, okay. Also die haben sie dann umbenannt und blablabla, ist ja verrückt, aber Port Royal ist Karibik und du bist hier sozusagen in der Karibik unterwegs, hast deine kleine Schaluppe, wirst natürlich zu Grund und Boden gestampft, sobald du irgendwie einen Fehler machst und musst dann da Handel aufbauen, die Kolonien immer stärker ausbauen und so weiter. Ich habe den dritten Teil sehr gesuchtet, ich gebe es zu. Der vierte Teil noch viel mehr. Und den fünften Teil, der steht schon bei mir auf der Einkaufswunschliste. Der ist jetzt auch schon etwas länger draus. Richtig toll. Sehr lustig fand ich die, ich lese die PC Games regelmäßig und da wurde der fünfte Teil getestet und da sagte die geneigte Testerin, die das Spiel vorher noch nie gehört hat, meinte so, ich war schockiert und musste es abwerten. Das Spiel spielt ja auf einem Schiff. Wie? Du hast halt ein Schiff und musst handeln und das hat die überfordert. Also es war okay. So ein bisschen so. Ja. Royal ist untergegangen bei einem Erdbeben, sagt du mich auch. Ja, und Xanotatl, das sagt, na klar ist das Handel, ist ja ein Schwert dabei. Genau. Ne? Ja. So. Also auch da, du kannst auch Pirat werden und so, alles cool. Aber wirklich ein tolles Spiel, vor allen Dingen, also ich mag es halt, du hast halt so eine karibische Atmosphäre, überall sind Palmen, die Musik ist dazu auch passend und dann fühle ich mich auch so, weißt du, dann bist du so relaxed und denkst so, nimmst du mal ein paar Kokos oder ein paar Hanfdinger hier auf und ein paar, keine Ahnung, Baumwollplantage hier mal und so, ein paar Bananen, Dough und Früchtchen, also wirklich cool gemacht. Kann man jedem nur vorschlagen, der Wirtschaftssimulation mag, Port Royal, perfektes Game, Dennis, auch AAA. Bisher gute Auswahl. Okay, ja. Dann haben wir Deus Ex Human Revolution. Deus Ex ja auch eine bekannte Reihe von Warren Spector, glaube ich, wenn zumindest das erste, wenn ich mich recht entsinne, von Eidos. Dennis, weißt du es? Es ist so Cyberpunk-mäßig mit Implantaten und Action und. Ja. Action-Game mit Implantaten ist, glaube ich, schon die richtige Aussage. Um sein Leben zu retten, wurde Adam Jensen gegen seinen Willen kybernetisch verändert. Auf der Suche nach Antworten findet er sich inmitten einer globalen Konspiration wieder. Seine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf das Schicksal der Menschheit. Deus Ex auch noch nichts gespielt davon. Ich bin auch raus. Was, weißt du, was der erste Film war, der erste
jetzt habe ich schon Film gesagt, der erste Kontakt vom Hagen mit gegen seinen Willen kybernetisch verändert und bla bla bla. Hast du den auch gesehen, den Film damals? Robocop. Nee, habe ich nicht gesehen. Also nicht gesehen. Nee. Da waren wir noch jung und hübsch. Totale Überforderung meinerseits. Ich wusste gar nicht, dass der eine USK-Freigabe hatte. Da hieß das ja damals noch nicht, ne? Und wir gucken, dass die Kumpels, die du auch alle kennst. Ja, ne? Ja, man guckt wir das gucken halt das mal so. Oder wir saßen da so, worum geht's denn da eigentlich? Robocop. Oh, dem sein Gehirn ist geplatzt. Ah! Also es war so ein bisschen. Please put down your weapon. Genau so. You have 20 seconds. Genau so. Also es ist so ein bisschen. Apropos Gehirn geplatzt. Ja. Quake 4. Schöne Überleitung. Die ersten drei Teile hatte ich schon, jetzt noch Quake 4. Ich habe Quake 1 damals ein bisschen gespielt und Quake 3 Arena habe ich gespielt, wenn auch nur gegen Bots und nicht tatsächlich im Internet. Ja. Also ordentlich flott. Ja, Ego-Shooter-Reihe, muss man glaube ich nichts anderes mehr dazu sagen. Hatte noch in der Sammlung gefehlt. Mhm. Contains strong bloody violence. Und ist, glaube ich, hier auf Multiplayer tatsächlich weiterhin ausgelegt. Ja. Während die Doom-Reihe dann mehr so Singleplayer-Kampagnen ging. Ja, Sjachnow sagt, Quake hat er nur 1 und 2 gespielt. Ja. Tobi sagt, Deus Ex Invisible War bitte ignorieren. Okay. Quake Background. Ganz gut. Warum nicht? Sagt klar, das Arad. Okay. Man, wieder keine Screenshots. Ja. Aber es ist halt Quake. Ist halt Quake. Ja. Missionen dürften gehen zwischen alles abknallen, niemanden am Leben lassen und. Und erst niemanden am Leben lassen und dann alle abknallen. Ja. Ja. Dark Star One. Von Ubisoft. Ja! Ascaron. Ja! Sagt ihr was? Ist ein Weltraum-Handels-. Ja. Action. Epische Story mit mehr als 50 Minuten Zwischensequenzen. Ja. Spielerische Freiheit durch Kampf, Piraterie, Schmuggel, Geleitschutz, Transport, Handel. Ja. Schiff aufrüsten, 300 Sonnensysteme, 6 unterschiedliche Rassen. Ja. Du hast es gespielt. Ich habe es gespielt, aber nur bis ungefähr zur Hälfte. Ärgere mich heute noch darüber, sage ich aber gleich was dazu. Es geht darum, du hast ein Raumschiff, es ist eine richtig gute Story. Und um dein Raumschiff aufzurüsten, musst du in verschiedenen Asteroiden und so weiter, so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger hießen, so Biokomponenten finden. Also das ist so ein Suchpart noch dabei. Der ist währenddessen natürlich angegriffen von irgendwelchen Banditen und Räubern und so weiter. Und musst sozusagen dein Raumschiff aufrüsten, kommst dann in verschiedene Sektoren mit verschiedenen anderen Rassen. Die Story geht immer weiter, auch sehr actiongeladen. Richtig gut, macht also richtig Bock. Ist nicht so wie, also nicht so groß wie zum Beispiel Freelancer, aber vom Feeling her sehr intensiv. Ich muss zugeben, ich ärgere mich heute noch, dass ich es nur zur Hälfte gespielt habe, weil mein Spiel kriege ich nicht mehr an den Start. Also ich werde mir das ganze Ding nochmal auf GOG kaufen, wo weil es dann die es kompatibel an den Start ist. Gekriegt haben. Ja. Du kriegst es heute leider nicht mehr sowas an den Start. Atelas stimmt mir zu, Hallöchen. Es hat sowas von Freelancer. Ja, ist halt ein bisschen kleiner. Also ist nicht ganz so AAA, aber macht richtig Spaß. Kann ich jedem nur ans Herz legen. So, dann nochmal was zum Thema Rome Total War. Hier die Expansion. Barbarian Invasion. Offizielles Expansion Pack zu Rome Total War. Du kamst, saßt und siegtest. Doch dies war nur der Anfang. Oh, dann haben wir hier Mass Effect 3. Hatten wir doch da eben, hatten wir 2, ne? Wir hatten eben 2, das ist jetzt 3. Da ist Mass Effect 2. Ja. Dennis, wer waren die Barbaren übrigens, wo wir gerade waren? Die Germanen. Ja, wir. Wir, genau. Wir. Eigentlich, wie man immer wenn jemand sagt, oh, die Barbaren, es waren wir. Ja, wollte ich nur mal erwähnen. Nexus 7 sagt, Darmstadt 1 war cool. Ich glaube, das war Lost in Typo Autocorrection. Genau so. Darmstadt 1. Ja. Sag du mich auch lange her, dass ich das durchgespielt habe. Gibt auch Fan-Patches, um es ans Laufen zu bekommen. Vielleicht solltest du das mal probieren. Ja, werde ich tun. Guter Hinweis, muss ich gucken. Du mich auch kannst auf Discord gehen, mal da hin posten. Ich lese nämlich den ganzen Mist, wenn du noch weißt, wo du die Patches da hast. Genau, discord.virtualdimension.de. Haben wir jetzt gut auch noch eingestellt. Noch eingebaut. Ja, so. Aber es hilft mir wirklich weiter. Dann eine Big Box, Need for Speed 3, Hot Pursuit. Hast du Need for Speed damals gespielt? Den ersten. Den allerersten? Den allerersten habe ich gespielt. Okay. Und danach die nicht mehr. Ich fand das damals echt cool. Mir macht das auch echt Spaß, aber ich bin meistens überfordert vom Auto auf der Strecke halten.
Ja, ich habe ja damals kein Gaming-PC gehabt, als das rauskam. Wir hatten einen 386er, den wir noch ein bisschen aufgerüstet haben, wo ich dann Dune und Sam & Max und sowas gespielt habe, aber da war der dann auch schon, hat er sehr dicke Backen. Am Limit. Am Limit. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang, hatten wir keinen aktuellen PC und das ist genauso diese Zeit gewesen. Ich bin Need for Speed Underground 2 habe ich sehr gerne gespielt. So, Need for Speed natürlich absolut Klassiker Rennspielserie auf dem PC. Und hier fahren sie auf beiden Seiten des Gesetzes mit neuem Verfolgungsmodus. Mehrspielerrennen über LAN, Modem oder serielle Verbindung. Wow. Das waren noch Zeiten. Die gute alte 3DFX-Zeit, da bist du noch PC-Time Traveler. Schreibtisch genau. Rumgekrabbelt und hast verzweifelt irgendwelche Kabel von links nach rechts gezogen und ja, es wir ging haben, einfach nicht. Wir haben doch bei dir in der Wohnung damals ja, noch LAN aufgebaut, um dann StarCraft einzuspielen. Und ich weiß dann noch, dann hast du ein Twisted Pair und dann nicht so Twisted und dann der Mist und dann das und dann ging das nicht und dann ruckelt es am Steckerchen. Ach, genau. Herrlich. Ja. Jetzt sagst du mir nicht, das gibt eine Riesenschachtel-Inlay und dann ist nichts anderes drin als die CD. Ja, hier ist noch die Windows 95 Referenzkarte. Na, super. Die Anleitung fehlt offensichtlich. Ach so, bist du sicher, dass eine gab? Keine, ich weiß es nicht, aber hier ist auf jeden Fall keine dabei. Hagi sagt, seriell war immer lustig mit 9600 Bit pro Sekunde. Ja, ich würde es einpacken. Pack du mal ein, denn ich habe hier noch eine Sache in der Kiste. Ja. Und zwar ist das die Special Edition von Privateer 2, The Darkening. Also wenn ich mich recht entsinne, ist sie nicht ganz vollständig, aber wir haben auf jeden Fall hier eine sehr schöne große Schachtel. Privateer hast du gespielt? Ich habe eben selbige Schachtel, wobei ich habe nicht die mit besonders breit, ich habe die normal breite Schachtel, ja. Das ist nämlich die Special Edition. Genau. Ich nicht, ich habe also die nur, die bis dahin geht, aber die ist schon sehr wuchtig. Ich habe es gespielt, ich muss zugeben, ich habe aber den ersten Teil mehr gesuchtet. Also Privateer 1, absolut hammergeiles Game, hat richtig Bock gemacht. Ich habe das gespielt bis zum Umfallen, also wirklich unglaublich lange. Privateer 2, The Darkening, auch richtig gutes Spiel, ist Weltraum-Action. Du musst einer Verschwörung auf den Grund gehen und so weiter. Und das ist absolut hammergeil. Also richtig, richtig gute Games. Ja, ich habe ja gerne Elite und auch Wing Commander gespielt und das ist ja quasi so eine Mischung. Also es ist genau, also du hast nicht so viele Systeme wie in Elite und es geht nicht primär darum zu handeln, sondern halt mehr Action und Ballern, mehr so Wing Commander. Wenn Wing Commander mehr mit Missionen arbeitet, arbeitest du aber hier in den Systemen für dich selbst. Ja, also mehr halt so Open World. Du bist halt Privateer halt. Also du bist so, du machst nur für dich den ganzen Scheiß und schießt die Gegner ab und so weiter. So, hier ist auch noch der erste Teil dabei, Privateer. Stand, glaube ich, auch auf der Schachtel, inklusive Privateer. Ja, hier, genau, da steht's. Saugeil, wenn ich das Cover schon sehe, habe ich schon wieder Lust. Saugut. Und dann haben wir hier noch Anleitungen. Sjachnov sagt es richtig, es spielt im Wing Commander-Universum. Ja. Aber halt nicht, du hast einen Flottenträger und fliegst halt irgendwelche Missionen, also du hast wirklich die Systeme. Abteilung für Neurologie, Rehabilitationsleitfaden für vorausgegangene Amnesie. Das scheint mir irgendwie so Hintergrundmaterial zu sein. Genau, und hier haben wir noch Installationsführer und Handbuch für Privateer. Ich glaube, das Handbuch für Privateer 2 fehlt, wenn ich das so richtig sehe. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo ergänzen kann. Was wäre denn sonst noch drin gewesen? Der Aufnäher fehlt auch. Aha. Es gibt ja noch den limitierte Auflage eines Aufnähers, fehlt leider auch. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Schachtel und sehr viele, sehr coole Games. Marco, vielen, vielen Dank. So, Hagen, du musst mal hier... ich habe es, also lauter AAA-Games, richtig geil. Ja. Also richtig gut. So. Dann machen wir weiter bei Sachen, die ich erworben habe. Atelas 75 sagt, würde hoffen, dass irgendwann mal Black and White bei GOG zu kriegen wäre. Hast du gespielt? Nee, ich habe nur drüber gelesen, aber ich weiß, dass du es gespielt hast. In Gottes Willen, Dennis, Leute, mein Herz schreit schon wieder auf. So viel noch vor mir. Also Black and White 1, absolut geiles Game.
richtig Spaß gemacht. Ich habe aber länger gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was ich tue, gebe ich ehrlich zu, weil ich will ja immer richtig gut machen. Ich hatte so ein bisschen das Problem, bei Black and White 1 meinem Viech nahezubringen, was es tun sollte, weil ich wollte ein nettes Viech spielen. Also es geht darum, du hast ein riesiges, gottgleiches Vieh und kannst das Vieh ein bisschen trainieren. Je nachdem, wie du entscheidest, trainierst, so. Wird es entweder böse oder böse und übel oder gut und hilfreich. Und du hast Bevölkerung und böse und übel heißt, dieses Viech ernährt sich nur noch von deiner Bevölkerung. Und gut und hilfreich ist halt, es heilt auch mal Einwohner oder es hackt Holz oder es zaubert Nahrungsmittel. Also es ist so... Und das Problem war diese indirekte Steuerung. Also du konntest das halt streicheln, dann fandest du das gut, was du tust. Aber du hast es nie so steuern können. Bei Black and White 2 war es genau umgekehrt. Oder da haben sie das angepasst, weil das wohl einer der Kritikpunkte waren. Es gab so ein, ich nenne es mal so ein Monster-O-Meter oder so ein Gut-O-Meter oder Böse-O-Meter, weiß nicht, wie du das nennst. Ne? Und das Viech hat zum Beispiel Einwohner gefressen. Hast aber nicht mitgekriegt, weil du währenddessen die gegnerischen Armeen verteidigt hast. Ja. Das Viech in dem ersten Teil hat dann einfach immer weiter welche gefressen, weil du findest es ja nicht blöd. Ja. Bei dem siehst du irgendwann unten, welche Sachen es gemacht hat. Und musst du es maßregeln. Und genau, dann kannst du es maßregeln und dann, also klickst es vorher an, maßregelst, dann wusstest du ganz genau so, Viecher fressen, Leute fressen doof, Viecher fressen gut. Ja. Und so konntest du da mehr steuern, aber es war einfach tricky. Also die Steuerung mit, du hast nur so eine gottgleiche Hand und kannst dich dann durch die Landschaft bewegen und so, ist einfach sehr anspruchsvoll. Es sind richtig gute Games, die wurden damals extrem gehypt und wurden dem Super-Hype nie statthaft, aber die Games sind sehr gut. Also ja. Es ist wieder, der Hype war zu groß für das sehr gute Game. Also ich habe den Vorgänger quasi gespielt, Dungeon Keeper. Ja. Dann habe ich den ersten Teil auch durchgespielt tatsächlich. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Und da hast du ja auch schon die Hand. Ja. Den ersten Teil von Dungeon Keeper habe ich gespielt, sagt er. Und wieder schreit mein Herr. Ja, den zweiten Teil, ich habe ihn inzwischen, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Ja. Aber das war eines der wenigen, ich war ja damals noch auf Amiga. Das war eines der wenigen PC-Spiele, die ich mir damals gekauft habe. Rentiert sich auch. Dungeon Keeper, auch geil. Okay. Mann, heute reisen wir von einem geilen Game zum anderen. Ja. So, dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Lucasfilm Games, Afterlife. Chaos im Jenseits. Nee, das sagt mir jetzt nichts. Chaos im Jenseits. Das ist eine... so eine Art Wirtschaftssimulation, so eine Art SimCity im Jenseits. Als Folge eines unirdischen Sinnes für Humor beginnt alles in einer Galaxie, Gott weiß wo. Als örtlicher Seelendirektor ist ihre von den Mächten des Seins bestimmte Aufgabe, zwei unerschlossene Grundstücksflächen, Himmel und Hölle, gleichzeitig zu entwickeln. Halten sie Milliarden von Seelen bei Laune, indem sie ihnen die Belohnung und Bestrafung geben, die sie verdienen. Okay. Kleine Simulation bestraft der liebe Gott sofort. Ebnen sie den Eingang in das Leben nach dem Tode mit glitzernden Himmelspforten oder mit flammenden Toren zur Hölle. Organisieren sie diese beiden Bereiche, aber verlieren sie zu viele Seelen auf ihrem Weg, könnte dies ein Besuch der vier Surfer der Apokalypse zur Folge haben und das ist nicht mehr so lustig. Also du musst Himmel und Hölle managen bebauen. Und ja. Bebauen. Genau, hier oben sieht man, glaube ich, wie das sich im Spiel darstellt. Ja. Weil da ist irgendwas mit hellblau und rot. Also, ja. Aber das ging komplett an mir vorbei. Ich hatte mal geguckt. Du da drüber gefallen? Ich habe mal geguckt, was gibt es denn noch so an LucasArts-Spielen, die ich nicht habe. Okay. Und dann dachte ich. Das wäre eins. Ja. Es ist eins, nehmen wir es doch mal. Enthält über 50 Seiten und Tipps und Tricks. Getestet. Guck 75%, mal. Ja. Das kommt überhaupt völlig an Hagen vorbei. Aber wirklich, und das ist auch so ein Spiel, was natürlich auf der Attraktivitätsleiste recht weit oben bei mir rangiert. Also ich glaube, das ist was dir gefallen könnte, ja? Nee, es sagt mir also überhaupt nichts. So, wir haben hier den Softwarekatalog. Machen wir mal beiseite. Dann haben wir hier Chaos im Jenseits, Tipps und Tricks. Mhm. Der Zoo, die Inquisition, Gehörverbesserungs-Embophon, Sehkraftverstärkungsdings. Okay. Also ist auch, glaube ich, ganz witzig. So auf lustig getrimmt, so ein bisschen. Ja. Dann haben wir hier die technische Schrift. Ja, das Hinweise zum Spielstart. Ja. Und hier die
eigentliche Anleitung. Heavy Shorts sagt, hat er gehabt, lief aber nicht auf meine Kiste. Dungeon Keeper 2. Dungeon Keeper 2, ach so, weil ich bin noch ein bisschen hinne dran. Ja, ja, ja. Er hat sogar hier, also gab es irgendwie mit Figur extra und so, sau cool. Ja, aber ja. Da, hier, da, ja, da, da, guck da. Auch die Schriftart hier, diese typische. Typische LucasArts. Die Diablo-Schriftart, wollte ich gerade sagen. Diablo? Mhm. Okay. Wie gewinne ich? Sie müssen Unterkünfte für ihre Seelen bereitstellen. Dafür brauchen sie Geld. Ausbildungszentren. Ja. Achso, Heavy Shosh hat schon Afterlife gemeint. Es lief nicht. Achso, Afterlife, okay. Ja. Deutsche Version. Ja. Genau, also ein übersehener Klassiker, würde ich sagen. Ja, kommt bei mir auf die Liste, weil Zjachnow ist gerade nett und hat gesagt, kostet 5 Ocken auf 7. Okay. Ja, PSE-Kick zum ersten Mal dabei, hallo, ja. Sagt auch, hat auch an Diablo gedacht bei der Schrift. Ja, stimmt, der Diablo-Schriftzug im Menü ist so hier. Und das von jemandem, der nur Diablo 1 durchgespielt hat, zweimal. Ich habe es tatsächlich nur zur Hälfte durchgespielt, Diablo 1. Dafür bin ich bei Diablo 3 gerade dabei. So. Afterlife muss ich mir merken. Afterlife. Dann wir haben keinen Platz mehr, du kannst nichts mehr auspacken. Nächste Kiste. So, mal gucken, was da drin ist. Ah, da habe ich ein bisschen. Das war, glaube ich, aus dem Forum, glaube ich. Und weiß, was es ist. So, Anno 1503, das fehlte mir noch. Ja. Anno, du hast ja alle gespielt. Ja, aber es gab welche, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, gehört das auch dazu. Okay. Da haben sie versucht, an den Mechaniken zu arbeiten, mit von wegen Marktstände oder nicht, und das fand ich nicht gut. Ja. Ja, kein anderes PC-Spiel war im deutschsprachigen Raum erfolgreicher als Anno 1503. Bin mir jetzt nicht sicher, welches das da ist, aber ich glaube, das war das mit dem Marktstände. Das ist das zweite. Ja, ja, ich weiß, aber der erste Teil, den habe ich gesuchtet, absolut, ja. Und danach spätere auch. Hier sieht man hier mal einen Screenshot. Ja, natürlich ein Wusel mit Wuselfaktor, ja. Und Aufbauen und Wirtschaftsketten und so weiter und so weiter. Das ist einfach geil. Die komplizierten Wirtschaftsketten sind super. Die Grafik spricht mich voll an. Also das Spielprinzip ist absolut meins. Ja. Ja. Ich muss zugeben, richtig geil. Für mich war der große Einschnitt mit der Einführung des Orient in 1404. Das ist der dritte Teil, genau. Ja. Das war Hammer. Tech Trees. Nee, das müsste der vierte Teil sein, weil danach kam noch 1700 und bla. Das ist der fünfte Teil. Keine Ahnung, das ist also total. Also 1602, 1503, nee, 1701, 1404, so rum. Du hast recht. Ja, genau. Ja. Ja, also Anno haben wir bisher uns noch nicht zusammen angeguckt. Nee. Wir haben ja nur die Siedler haben wir gespielt in einer sehr großen Welt, in schlanken 72 Folgen. Wenn ihr da. Aber Anno mit mir spielen, denn es wird nicht schneller gehen. Das kann wird ich dir jetzt schon sagen. Das, Langläufer. Ich bin da auch ein Optimierer, zum Beispiel beim Orient, deswegen finde ich den so toll. Du hast Wüsteninseln und musst die bewässern. Mhm. Und das ist aber, du hast ein Gebäude und außenrum ist ein Wasserkreis. Okay. Und dann geht es darum, wie kriegst du in diesen Wasserkreis möglichst maximale Ausbeute? Und der Hagen ist natürlich so ein Maximal. Ja. Xanotaklis sagt, sieht der Let's Play, fand er gut. Ja. Draw Diablo sagt, wir sollen Anno spielen. Und Clarissa sagt, die alten 2D-Annos machen viel mehr Spaß als die neueren. Clarissa, probier mal echt das aus mit dem Orient des 1400 und Chandala. Ich habe ja jetzt schon wieder die Quersummen-Dingsbums. 1404. Das ist richtig gut. Das hat mir, also 1600 hat mir am meisten Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht und 1400 sogar noch mehr. Es hat mich wirklich mitgenommen. Kann ich auf jeden Fall sagen. So, jetzt wieder was von LucasArts. Ja. X-Wing CD-ROM Edition. Ja, habe ich auch. Mit 6 brandneuen Missionen, verbesserten 3D-Grafik, Sprachausgabe, verbesserten Sound, plus den Erweiterungen X-Wing, Imperial Pursuit und B-Wing komplett in Deutsch. Die komplette X-Wing Collection. Sau gut. Ich habe nicht die komplette Collection, ich habe die einzelnen. Oh, also ich erinnere mich, dass ich X-Wing bei Michael gesehen hatte. Mhm. Ich habe es selber nie gespielt. Eine der vielen Lücken in meinem Spielelebenslauf, ich muss es ja zugeben. Eine dunkle Lücke
Ja. Fantastische Star Wars Atmosphäre. Aber es soll richtig gut sein, wenn ich es mir, wenn ich so weiß. Es ist richtig gut. Es atmet Star Wars. Es ist absolut geil. Richtig. Einfach nur hinhocken, ballern. Du musst da auch nicht groß denken, sondern einfach nur einfach Spaß haben. Ja. Raumjägersysteme. Also es ist sehr Wing Commander mit Star Wars, würde ich sagen, ja, wenn ich hier das auch schon sehe mit dem Cockpit. Ja. So, und hier Zedde. Genau, ich hatte ja schon die Diskettenversion, die hatten wir von einem geneigten Zuschauer bekommen, aber hier die komplett, so da immer das Rundum-Sorglos-Paket. Mhm, habe ich auch relativ günstig bekommen. Die Schachtel ist nicht ganz so top in Schuss, aber da kann man ja nochmal was machen. So, und dann ging es natürlich weiter mit TIE Fighter. Seite. Die komplette TIE Fighter Collection auf CD-ROM. Der X-Wing-Nachfolger von Lawrence Holland und Edward Killam. Lawrence Holland war ja auch Secret Weapons of the Luftwaffe. Das war ja quasi der Vorgänger zu X-Wing. Ja. Ja, haben ja erst so mit Flugsimulatoren angefangen. Mhm. Zum Beispiel war ja von denen auch, ich kann es gerade nicht sehen, Nighthawk, Battlehawks. 1942, glaube ich, steht da im Regal. Dann Secret Weapons of the Luftwaffe. Und genau, X-Wing, TIE Fighter. So, jetzt das gleiche halt mit dunkler Seite. Ja. Dienen Sie dem Imperator. Fliegen Sie für das Imperium, retten Sie der Galaxis. Ja. Mit Ihrem Verrat hat die Allianz der Rebellen und Kriminellen die Grundmauern des Imperiums erschüttert. Ja. Als Pilot der imperialen Flotte müssen Sie gefährdete Leben in der ganzen Galaxis retten. Kämpfen Sie mit dem Imperator gegen die Rebellion. Das Imperium schlägt zurück. Ja. Axanotaklis sagt, das konnte er auf seinem 486er damals alles nicht spielen. Das ist von 95. Ja, das 95. war schon am Limit. Das muss man schon sagen. Ich habe das auch erst bei meinem zweiten PC spielen können. Das ist schon so. Braucht ein mindestens 486 DX266. Das war mein erster, aber das war, das weiß ich, da habe ich das noch nicht gespielt. Ich habe das erst bei meinem Nachfolgegerät gespielt damals. Weil genau das, du brauchtest was echt Wumms hab. Ja. Ja. Und ja, Muba, Hallöchen, die Dinger waren echt schwer. Also die erste Mission ging noch so, aber irgendwann war das so ein Schieß doch, oh, tot. Also es war schon, hatte so den Schwierigkeitsgrad eines guten Arcade-Spiels. Mhm. Ja. Genau, apropos Arcade-Spiel, wer mal uns die ganz frühen Star Wars-Spiele spielen sehen möchte, ja, der kann auf unserem Retro-YouTube-Kanal youtube.virtuallymenschen.de vorbeischauen. Da haben Hagen und ich die Spiele zu Star Wars Episode 4, 5 und 6 von 1983, 84 und 85 durchgezockt. In der einfachsten Stufe. Ja, ja, jetzt kommen wir nicht so. Ja, ja, ja. Ja. Und die Grafik natürlich fast so anspruchsvoll wie dieses 10 Jahre später erschienene Meisterwerk. So ähnlich zumindest. So. Jetzt aus den USA. Ich habe mir extra auf, du fragst ja immer, wo kommt das her, deswegen habe ich mir jetzt aufgeschrieben. USA. Kennst du Helicopter? Das wurde gerade hier angefragt von der Clarissa. Nee, sag mir sagt das auch nichts. So. Ah. Das habe ich in Voraussicht für, das könnten wir mal auf Spielen demnächst tatsächlich geholt. Denn es kommt da wieder ein neuer Mission Impossible Film oder glaube ich sogar ein Doppelfilm. Und deswegen da bin ich ja mal gespannt, ob du da eine Verkleidung für dir überlegst. Also ich sitze nicht auf einem Motorrad und rase einem Zug entgegen. Vergiss es gleich. Also Mission Impossible, ich hatte damals nicht davon gehört, ist von, wir sehen hier 1,2 Megabyte 5,25 Zoll Disketten. Ist so ein Adventure-mäßig. Schon so lang am Start. Verdammter Mist. Naja, es gab ja auch eine Fernsehserie vorher. Ja, aber die war ja von den 70ern. Meinst du, da ist das 60ern. Spiel darauf basierend? Es gab dann nochmal irgendwie ein Remake Anfang der 90er. Ich glaube, das war noch vor den Kinofilmen, wenn ich es richtig sehe. Okay, wollte schon sagen, der Tom Cruise ist. Das ist von 1991, glaube ich. Nee, da war der Tom Cruise noch nicht geboren. Jetzt kommt der Seitenhieb. Genau, da hier, 1991. Ja. 1989 sagt Hagi. Was denn? Wer denn? Nee, es ist 91, steht drauf. Ja, ja, 91, genau. Jetzt hast du den Seitenhieb mit der Tom Cruise, war damals noch nicht so groß.
Gar nicht verstanden. Hat sich seitdem nicht verändert. Hier, hat gekostet 1992 dann für $9.99. In aber Dollar hier, als die englische war. Ja. Oh, ist ja aus den USA. Ja. Oh, das ist doch so ein Briefmarkenverkäufer hier. Guck die doch mal an. Also hier sind die verschiedenen Agenten. Also ist so eine, ich glaube, es ist so eine Mischung aus... So ein Agenten wegschickt gegen so einen Agenten-Adventure... Ja, so Strategie, oder? Ist es Adventure? Ich kann es nicht so genau sagen. Ich kann es jetzt auch nicht so zuweisen. Ja. Ich kenn's, ich habe es auch nicht gespielt. Your mission in this adventure roleplay, should you choose to accept it, is to delve into a dangerous world of espionage and uncover a large-scale plot that could lead to crime-riddled government. Also ein Rollenspiel-Adventure so in der Richtung. Es hieß auf Deutsch in geheimer Mission, wurde hier gerade vom PC gesagt. Ja. Und Clarissa erwähnt, dass sie ebenso wie wir 1999 erst 12 war. Tja. Mann. Dann heißt ich jung. Hier haben wir Classified. Umschlag. Ach, guck mal, hier, das finde ich echt cool. So das, sobald du was so bändeln musst, gell, da haben sie dich. Ja, ist klar. Ja, das ist halt so geheimdienstmäßig. Also gleich mit durchgezogen. So, und da sind die Disketten. Schlapper Disketten. Drei 5,25 Zoll Disketten. Und eine und noch die Quick Install. Quick Start Loading and Playing for your IBM. Also, ich bin mal gespannt. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend und ist auf jeden Fall Retro. Das definitiv. Also, TIE Fighter ist natürlich auch Retro, aber das ist schon. Noch retroer. Noch retroner. Ja. Wie kriege ich das denn hier? Passt nicht. Muss ich so hinlegen. So. Ah, zwei haben wir noch. Da rumschnippeln sie. Ja, du musst mal Platz machen hier. Ja, ich habe selber keinen mehr. Du hast ja gesagt, du hast keinen Platz heute mehr, Hagen. Überleg dir, was du tust. So, die sind vom selben Versandhändler. Nicht Versandhändler, also vom selben Verkäufer, wenn ich das richtig sehe. So, noch eine Ergänzung der Sammlung. Aber wieder gut eingepackt hier. Das hast du doch. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Also ich kaufe auch schon mal Sachen, die ich schon habe, aber das habe ich noch nicht, bin ich mir sehr sicher. Das ist die Age of Empires 2 Expansion. Ich habe Age of Empires 2 habe ich schon sagen, aber die The Conquistadors Expansion habe ich nicht. Okay. Ja, ich habe Age of Empires 2 auf der Messe gekauft und nie gespielt. Ich habe es aber damals gekauft. Ich weiß aber, dass du es hast. Ja. Deswegen, aber die Expansion wusste ich natürlich nicht, das reicht. Ensemble Studios. 5 neue Kulturen, die Azteken, die Maya, die Hunnen, die Spanier und die Koreaner. 4 neue Kampagnen, Attila der Hunde, El Cid, Montezuma und die Schlachten der Eroberer. Neue Einheiten. Also auch eine unverzeihliche Lücke. Age of Empires 1 habe ich gespielt, aber Age of Empires 2, das... Der Jordi Labus sagt, er war bis 2004 komplett nur auf Amiga OS unterwegs. Bei mir war es bis ins Jahr 2000. Dann habe ich nur, davor habe ich nur sehr exemplarisch auf dem PC Sachen gespielt. Und auch damals habe ich dann auf dem PC, bin nicht so ausführlich ins Gaming. Ich kriege es nicht raus, Hagen. Es klemmt. Das kann festgeklebt sein. Doch jetzt. So, die Expansion, CD. Und die Anleitung. Rising Mike sagt, Dennis sammelt nur Spiele. Spielen tut er nicht wirklich. Ne, das stimmt nicht. Er spielt schon aber auch, aber das... Ich habe tatsächlich im Moment
weniger Zeit zum Spielen, als ich gerne hätte. Er hat zu wenig Urlaub, um VD zu leben und noch ein Privatleben an den Tag zu legen. Genau. Das habe ich jetzt schön formuliert. So ungefähr. Ja, also die Erweiterung zu Age of Empires 2. Jetzt kriegst du es nicht mehr rein. Warte ab. Jetzt kriegst du das. Doch, das geht rein. Geht. So, letzte Kiste. Und dann komme ich hier auch schon nicht mehr durch. Da ist noch zu Spannung. Ich weiß selber auch nicht, was drin ist. Ich habe eine Farbe gesehen. Ich rate, ich weiß, was drin ist. Nur die Farbe. Ich habe nicht gehabt. Ah. Ich habe das Blau gesehen. Das Blau ist charakteristisch. So wie vorhin bei Anno ist das ein anderes langsames Aufbauspiel mit einem knalleblauen Himmel oben. Wenn du es blau siehst. Dennis, wir machen das so. Du gibst mal kurz, du hältst die Schachtel nicht in die Kamera, sondern nur mal ganz kurz das Blau von der Seite da. Da, ja, da hältst du mal halt bei hier. Guck mal, da, nein, du musst einfach mal hier. Guck mal, ganz kurz. Einfach das Blau. Da, jetzt hast du schon gesehen. Ach so, Mist. Aber das Blau. Also da halt. Ich habe Blau nur gesehen, da wusste ich gar nicht. Die Siedler 2, ja. Da hatte ich bislang nur die CD, nicht die Big Box. Und das. Ja, saugeiles Game, genau. Dennis. Absolutes Hammerding. Aber du hast die Expansion hast du nicht, oder? Weil also, um die würde ich dich jetzt echt beneiden. Die ist Hammer. Also, das war in den Kisten, die wir heute auspacken, war es jedenfalls nicht drin. Ja, okay. Aber ich habe da noch mehr Kisten. Der Schmerz, stehen, der Schmerz. Irgendwann ist auch mal, wir müssen ja mal zum Ende kommen. Ich greife mein Herz und quetsche es kaputt. Ja. Ja. Saugut, so. Aber auch in guter Schachtelqualität. Ja, also da ist ein bisschen. Ja, aber das dreht nicht. Die Schachtel ist so weich. Ja. Ein Volk ausgeliefert der Willkür der Naturgewalten leidet Schiffbruch und strandet auf einer scheinbar unbewohnten Insel. Ja, zweiter Teil. Du hast es gespielt, ich habe es nicht gespielt. Ich habe immer nur den ersten Teil gespielt, weil ich hatte ja damals nur Amiga, hatte darauf gewartet, dass es portiert wird und dann passierte das nicht. Ah. So, gucken wir mal, was da so drin ist. Da haben wir die Sede. Und das wäre hier Handbuch. Der Sven Schulz sagt, die Lücke ist nicht nur dunkel, die ist auch noch schwer. Ja, ich muss das einfach mal, glaube ich, ein Sabbatical nehmen, um einfach das alles aufzuzocken. Ja. Siedler 2 ist absolutes Highlight-Game. Also das ist, hätten die neuen Siedlers mal lieber so gemacht wie der Siedler da, dann wäre es schon viel besser. Alle Siedlerteile danach waren nicht ganz so gut wie das da. Es war immer weniger gut. Ja, sie haben halt versucht, immer was anders zu machen. Ja, aber anders ist halt nicht unbedingt besser. Wenn es halt schon geil ist, dann... Genau, Papa Rusti, Hallöchen bei uns. Oh mein Gott, waren das noch Zeiten. Ja, so ist das. Also wirklich. So, ich glaube, für das waren jetzt mal genügend Kisten für heute. Fortsetzung folgt. Und ich habe da, ich muss sagen, in den Kisten, die da lagern, da sind auch so die ein oder anderen Highlights dabei. Hagen. Ja. Ich mag das gerade. Und jetzt lass mal gucken, was wir hier haben. Die Siedler 2, Age of Empires 2, Conquistadors, dann Anno dazu, Impossible Mission, TIE Fighter und X-Wing. Du willst weiter durchgehen? Dann haben wir... Darf ich da, mach's doch so, halt doch den ganzen Stapel mal senkrecht in die Kamera. Dann haben wir einen großen Stapel hier mit den Kameraden, Games genau, hier mit Chaka, ja. So ist das. Und dann haben wir hier die Microsoft-Ecke. Genau, die Microsoft-CDs und Afterlife und Need for Speed 3 und Fump, die Privateer 2 so, wie war das Special Edition. Jetzt zu den ganzen Games, meine Kinder machen das die ganze Zeit jetzt, für die ganzen Games Herzchen und du musst danach mal so. Jawohl! So, jetzt alle durchspielen, sagt Atelas. Im Block.
Wie heißt das? Binge Gaming. Ja. Das könnte ein bisschen länger dauern. So, ja, sehr schöne Sachen dabei. Dann schreibt gerne, was eure Highlights sind. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.